das weiß ich. Warte mal, ich habe eigentlich was ganz anderes versucht. Aber irgendwie auf diesen... Doch, es geht! Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ja, ja, toll, aber... Warte, ich sterbe, aber dann kommen wir zu dir hoch. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. In diesem Canyon waren wir noch nicht. Ja, da waren wir noch nicht, aber... Warte... Theoretisch gesehen dürfte hier auch nicht viel sein. Oh, scheiße. Bitte auf mich warten. Auf mich warten. Warte doch auf dich selbst, du Penner. Okay. What the fuck? Oh ne, warte. Bevor wir da hinten lang gehen, weil da wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Wir gehen jetzt einfach immer in Richtung vom Level, da muss irgendwas sein. Und wenn wir im Level wieder zurückgehen, was ich nämlich gerade glaube, was wir tun. Ich glaube, wir sind gerade nämlich auf dem Weg zurück. Wir kamen von hier, haben wir uns eigentlich zurückgewünscht, aber wir kommen da halt nicht vorbei, aber hier kommen wir vorbei. Ja. Und da. Sind wir hier drin? Okay, hier sind die ersten Röhren, also die Standplattformen. Außerdem ist hier sehr dunkel. Genau. Alter, das ist ein Bug, wir haben gerade erst Oh! Wo sind wir? Wo? Oh, wo zur Hölle? Wir sind genau da, wo wir gerade eben auch waren. What the fuck, man? Warte, okay. Okay, wir bleiben jetzt einfach mal. Nein! Wir dürfen nicht sterben, verdammte Scheiße. Scheiße. Wolfgang! Ich kann ihn nicht umbringen. Kannst du mich wiederbeleben? Ja, das kann ich. Aber er nimmt irgendwie kaum Schaden. Ist das bei denen jetzt normal? Nicht der Reflektor! Scheiße. Baller! Los! Feuer! Weit mal Zeil! Nicht das Sieg! Oh Gott! Oh Mann! Ey, oh, Alter, das hier sieht einfach viel zu verbuggt aus, als dass es eine normale Spielwelt sein könnte. Guck mal, wenn du runter guckst. Sowas würde Insomniac doch nicht als fertiges Level abgeben, oder? Diese unsichtbaren... Nicht vor Alpha One. Aber warte, das ist ja so geil, wenn wir jetzt das wirklich irgendwie nicht ein Teil des normalen Levels, sondern wirklich eine... Irgendwie Prüfwelt, eine verloren gegangene Geisterstadt mit Ratchet Clicker vorhin. Es sieht momentan verdammt nochmal so aus, weil das hier sieht... Ah, fuck. Warte kurz, muss er so kommen. Okay, Moment, ich versuche nicht durch das Teil fallen. Ist gut. Okay, ich finish erstmal den einen Typen. Ich bin fast tot. Welchem irgendwie... Okay, gut, der ist da. Okay, und durch die Dinger kann man nicht durchschalten. Das ist immer nur... Ah! Ich bin tot, schnell, beleg mich wieder. Komm schon, nein! Boah! Stirb nochmal! Bring ihn um! Okay, nachdem wir den umgebracht haben, gehen wir erstmal ein Level nochmal kurz zurück bis zu der Plattform. Ich will wissen, wie weit die nach hinten geht. Okay, nein, doch, ist tot, Gott sei Dank. Okay, gut. Okay, Meine, kann es jetzt sein, dass es nur so verglitscht ist, wenn wir irgendwie durch den Boni hochgekommen sind? Ja, kann ja sein, dass wir irgendwo nur auf einem anderen Teil vom Level sind. Hier sind auf jeden Fall Kisten. Warte. Hier geht's lang. Was ist das? Oh, pass auf. Hier ist Munition. Wie nah die Kamera gerade an uns ist. Warte, hol mir noch Munition für den Ernstfall. Achso, ja, klar. Brennermuni. Okay. Ich wette, hier ist irgendwie ein Aufzug. Wir werden in der Ja, Lüfte hier ist hochgekommen. Ein Aufzug. Moment, oder der Hügel? Spring mal kurz rein. Ja. Oh. Also, ich kann nicht so wirklich... Ach du Scheiße! Nein, ich will da bleiben, nein! Wir gehen jetzt erst weiter, ich will nicht weiter. Okay, warte, halt. Warte, du lebst hier, oder kommst du lebst hier und ich versuch. Folg mir. So kann, wenigstens einer von uns am Leben zum Respawn. Ja, ich will nicht von dem Punkt da gerade eben weg. Verdammt.
Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, okay. Ihr Bugglück auch nicht. Ich will hier bleiben, weil ich wissen, oha, weil ich verdammt nochmal wissen will, was das hier ist. Ob das wirklich beabsichtigt so ist oder ob das. Oder ob das wirklich was Geheimes ist. Kannst du dich denn nicht daran erinnern oder so? Nee, das ist es halt. Weil hier ist auf jeden Fall ein Voltage. Ach, okay, weil ich habe einen Plan. Du schnappst den Voltergeist, während ich mich einfach immer so in den Weg stelle. Okay, schnapp hier einen Voltergeist, kommen wir hinter mich. Warte. Nein! What the fuck, Mann! Ich habe auf den Schild ausgerüstet. Hä? Der Raum reagiert nicht auf meinen Befehl. Nicht euer Ernst! Nein! Scheiße. Oh, nicht gut. Nein! Oh nein! What the fuck? What the fuck? Vielleicht wirst du besser, wenn du vorgehst. Okay, ich mach den Reflektor. Halt, stopp! Was machst du da? Oh. Ich geh den Weg des Grievous! Was sind da? Das ist der Weg. Bleib davon. Okay. Das ist ja spannend als Predator, Alter. Infiltriert doch die Pulse Game Labor. What the fuck, was ist denn? Wir sind am Levelende! Holy Moses! Also ist das hier doch ein normales Level. Wenn wir jetzt da reingehen, triggert eine Cutscene und kommt ins nächste Gebiet, also. Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Aber. Okay. Warte, halt. Nein, verdammt. Ja, ich wette nämlich, da ist jetzt Todeszone, weißt du? Wenn du mich da runterschießt. Hast du das gesehen? Ist irgendwie... Warte, wir probieren unser Glück, Aha. Nee, du bist ab... Diesmal bist du nur abgeglitscht, okay. Kann man einfach nur durch den Zone durchgehen? Ich war doch gerade eben fast auf der anderen Seite. Oder irre ich mich da gerade? Okay, warte, gut, das war du. Hä? Ich habe gerade einen Backflip gemacht mit Clank. Ich weiß nicht. Ah, oh, verdammt. Der nein, ich auch da durch. Ist der Film, nein! Ja, aber wir haben noch eins nicht erkundet. Wo lang links, wenn man auf diesem Steinweg nach rechts geht? Bei diesem Levelende. Was? Oh fuck. Wir sind wieder hier. Ja. Wollt ihr uns verarschen? Das ist das Problem, wir sind hier. Okay. Okay. Das ist immer noch da. Lass uns. Wir nehmen ihn mit. Nehmen ihn. Oh, verdammt. Wir nehmen ihn nicht mit. Gehen aber weiter hinter. Guck dir doch mal die. Wow! Verdammt. Guck dir doch mal das Level an, das sieht doch nicht so aus, als wäre das hier. Oh, ich will da hinten zu diesem komischen. Ach nee, das ist auch nur so ein komischer Turm. Okay. Jetzt hier nach. Wow! Spring auf keinen Fall da. Ja. Okay. Hier ist anscheinend eine Wand. Ja. Eine ziemlich stabile Wand. Nein. Doch kein Push, hab das viele. Warte. Komm mal gerade zurück. Kann man hier runterspringen? Nein, da stirbt man. Ja, das Level so dermaßen kaputt gemacht. Ich wüsste halt jetzt gerne den Rest vom Level, ne? Weil ich weiß nicht, wie viel wir jetzt übersprungen haben, das ist das Problem. Wir haben den kompletten Level übersprungen, bis jetzt. Ja, aber was haben wir denn übersprungen? Haben wir viel übersprungen oder eher wenig? Ich denke, wir sollten das noch zeigen, was wir übersprungen haben, oder? Können wir nicht jetzt einfach... Machen wir noch, aber vielleicht ist da rechts ein festerer Weg, ich glaube es war nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Vor allem ist da rechts auch ein Schutz, dass man da gar nicht drüber kann.
Oh, siehst du, ich bin runtergefallen. Du liegst da noch. Oh Mann, ey. Okay. Der Woltergeist hat garantiert die Antwort. Der Woltergeist, der hat die Antwort, ja. Warte, apropos Woltergeist. Was? Ich wusste, dass der Typ ist sein Geheimnis. Ja, ich spring rein. Wir schaffen es, wir glitschen uns hier auch wieder raus. Ah. Wenn wir nur auf diesem Teil stehen bleiben würden. Naja, wir glitschen runter. Ich glaube, das Spiel hat genug von uns. Es will nicht, dass wir weitermachen. Halt, stopp, was machst du? Ah. Wollen wir jetzt wirklich reingehen? Oder wollen wir lieber das Spiel neu laden? Ihr würdet sagen, lade das Spiel neu und spul so weit es geht vor. Es kann selbst ein klitzekleiner Levelbereich fehlt, aber ich will jetzt nicht nochmal diesen Bereich mit den ganzen Rohren machen. Was meinst du? Nee, wo wir halt einfach nur quasi dieser Teil, wo das Kreuklabor war. Den ganzen Abschnitt müssten wir jetzt eigentlich nochmal machen. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, dass wir jetzt spulen noch ein kleines Gebiet weiter vor. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel überspringe. Ja. Ja, wir müssen es halt versuchen. Okay, dann geh. Nee, warte, dann ist egal, dann kannst du ja auch aus dem Spiel rausgehen. Dein Spiel beenden, ja. Oh. Boah, was ist mit diesem Spiel los? Ich weiß nicht. Boah, der Kai, hilf mir! Cut. So, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder an der Stelle, wo wir gerade eben aufgehört haben. Und was war das denn gerade? Also du bist einfach nur gelaufen und dann ausgesehen, als ob du getanzt hättest. Oh Mann, ey. Scheiße. Das ist ein gottverdammtes Scheißspiel. Den nehmen wir mit. Das ist jetzt vom Haustier. Ich hab's er getötet. Er heißt Anton. Ich hab ihn getötet. Ich hab nein, er heißt Ach nee, Gillette. Er ist Gillette Abdi. Komm schon, Gillette, los! Wow. Awesome. Ernsthaft. Ernsthaft! Das war alles, was wir uns... Ich würde dich jetzt gerade verarschen, oder? Du sagst... Das hier... Ich hasse dich schon nicht ab die Stirb. Oh mein Gott, deswegen haben wir die ganzen Scheiß jetzt neu gespielt. Man geht über eine scheiß Brücke und tut sich dann hier runterdrehen, das war's. Mehr habt ihr nicht verpasst. Und deswegen haben wir die ganze Scheiße jetzt nochmal neu gestartet. Ich hasse dieses Spiel, ich hasse es so sehr. Ich hasse dich einfach, Mann. Außerdem habe ich schon lange darüber diskutiert, ob wir nicht ein Video machen sollten. Rebel Schnaub 10 Stunden verächtlich. Das wäre das perfekte 10 Stunden Video. Also ich würde es auf jeden Fall liken. Und ich würde es mir anhören. Aber nicht Stunden. Komplett. Oh Mann, ey. Na, das beste 10 Stunden Video ist, wie ich finde, immer noch. Hockey! 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 Gay hat es dich erwischt, nee, doch nicht. Nein, Gay hat es dich erwischt, nee, doch nicht. Toll. Gerade eben haben wir so voll die Panik geschoben. Voll ins Maul! Voll ins Maul! Ah. Oh, weil mir den gerade an und so schön aufgeladen hat. Ach, ey, ich muss jetzt nur mein Handy hier wegschieben. Halt, Moment, unsere alte bewährte Taktik. Hä? Wo ist der Voltergeist? Wo ist der Voltergeist? Ach, da. Ich dachte jetzt gerade schon. Nicht schon wie... Ah! Der... Oh. Ah! Los, Rainer! Nein! Nein, Wolfgang! Gang. Wir Was? Haben Reifen verloren! No. Was ist jetzt los? Ah, ich hab grad gedacht. Ja, lol. Egal. Hey, Moment. Nicht in unseren alten Freund. Willst du den Voltergeist mitnehmen, natürlich. Gerne.
Gerne können wir den Voltergeist mitschleppen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ist ein netter Dude. Okay. Was haben wir hier in dem Raum? Gar nichts. Aber eine Zwischensequenz. Dr. Cry? Heilige Sterne! Ein Lombax! Ein bemerkenswertes Exemplar! Und so ein glänzendes Fell! Vortrefflich, dass ihr ihn hier gebracht habt! Dr. Frumpus Kreut, Astrophysiker, Paradoxologe und Lombax-Flüsterer? Dr. Kreut, ich brauche keinen Übersetzer. Verstehe. Wir sind hier, weil jemand mit Hilfe ihrer Arbeit Monster nach Magnus bringt. Und wir brauchen es, um ihn aufzuhalten. Aha. Er sagt, er hat Hunger. Ach, das ist doch wohl auch... Na, hören Sie, Doktor, mir ist vollkommen bewusst, dass Sie verrückt sind, aber ich will derzeit meine Beliebtheit steigern. Also lassen wir doch die Spinnereien weg und Sie sagen uns, wie wir Nevo aufhalten. Ich glaube, ich habe hier etwas gefunden. Die Chimäres nutzen ein Versatron-Energie-Lock zu laden ihre Energiezellen. Es gibt ein Hochfrequenzsignal ab, damit keine Schiffe dagegen fliegen. Okay, und diese Frequenz hilft uns, wobei? Damit können wir den Standort des Ladedocks triangulieren. Geschafft! Es ist auf dem Minerum-Plateau. Beeindruckend, Nefarius. Das war gut. Dr. Kreut, wir wollen Nevo aufhalten, bevor er noch jemanden schadet, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Verstehen Sie, was ich sage? Ich glaube, er muss mal. Ich hole mal schnell den Beutel. Hey, Doc! Holen Sie zwei! Warte lang! Machen Sie zwei keine lange Reise. Quark, bester Mensch ever! Bestes Alien ever! Oh mein Gott. Danke. Hast du gerade Dr. Kreut im Hintergrund gesehen, als die Kamera so hinter Nefarius war? Oder ist das vor Nefarius? Der hatte irgendwie so ein hier schwarz-weiß geleuchtet bei mir. Echt? Keine Ahnung. Muss deswegen hab ich auch gerade in der Cutscene kurz gelacht. Ich hab aber nur gelacht, dass die beiden sich so angeguckt haben. Das ist so geil. Unglaublich, jetzt ist mein Ball ertauscht. Er wollen wieder kam. Kekwar guckt ihn an. Quark, Alter, bester Mensch ever. Informiert und, naja, ich fürchte, er existiert gar nicht. Er ist ein erfundener Planet aus einem alten Krakmiten-Kindermärchen. Moment. Offene Textur. Warum geht das nicht? Okay, ich kann hier nichts ausrüsten. Wow. Nein, da waren wir gerade im Buch. Theoretisch gesehen, ja. Und für dieses Gebiet gibt es diesen Matsching-Texturberge in dieser Geheimwelt. Das kann wirklich sein. Sieht halt mal, diese Berge sehen, also die im Hintergrund sehen, sehen fast so aus. Jetzt passt es auch, weil wir haben hier auch so Schnee ohne ein Cheat. Ja, jetzt haben wir Schnee.
Was wäre, wenn wir jetzt den Schnee-Cheat hätten? Nein, das haben wir nicht. Oh, ich habe Weltraum-Priat. Weltraum Design Dick But the Pirate freigeschaltet. Weltraumpirat Clank freigeschaltet. Oh Mann. Vielleicht finden wir dort auch einen Bahnhof. Ich weiß, was ich tue. Wir jetzt überall versuchen, irgendwelche Bugs rauszuleiern, ey. Wir sind schon richtig miese Säcke. Warte, komm wieder auf diesen Putzen. Ah, ne, da können wir nicht, da ist eine Magic Wall. Geht nicht. Wir könnten eigentlich... Nein, halt, Moment. Oder? Geht das? Also, wir können uns ja so außerhalb der Kamera